Meine Damen und Herren, hier ist der Alexander Straub. Jo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich was ganz Besonderes, denn ich habe ein Nachwuchsprogramm ins Leben gerufen und möchte jetzt Leuten auch mal Zaubern beibringen. Hier habe ich meinen ersten Kandidaten. Dann lerne ich mal, wie das richtig ist. Lernst du mal richtig zaubern. Yes. Nein, Spaß. Jetzt, das ist das Video. Was hältst du eigentlich von Mr. 66? Das ist mal ein Video mit Alexander Straub. Nein, aber jetzt mal, um hier mal ein bisschen mit aufzuräumen. Stimmen die Gerüchte, dass wir mega die Feinde sind und uns mega hassen? Ja. Ja, dann das war's. Ja, das war's. Also, ich würde sagen, während das ganze Video läuft, räumen wir einfach so ein bisschen auf und quatschen. Genau. Klingt gut, oder? Genau, ja, finde ich gut, finde ich gut. So auf diplomatisch. Und natürlich, damit wir überlegt haben, wir machen immer eine ganz besondere Edition natürlich und jetzt nicht einfach nur so ein klassisches YouTube-Video, der Beef ist beendet. Wir haben uns getrennt und wieder zusammengefunden. Ja. Ich weiß es nicht. Machen wir ein Zauberkasten-Video. Yeah! Ja, wir testen Zauberkasten. Und zwar heute die heftigste Edition. Die heftigste Edition. Weil der Zauberkasten hat 4,95 gekostet. Das ist das erste Mal, dass wahrscheinlich dieses Video den Zauberkasten einspielt. Wir haben nämlich hier jetzt den Magic Magicians Zauberkasten. Was ist das für ein Name? Der ist Name der Magic Programm. Magician. Und auf Niederländisch magische Gorilla. So, genau. Ja. Finde ich gut. Magische Gurke. So. Wir sehen, wir haben hier auf jeden Fall ganz krasse Bilder hier überall von Karten. Hier, mein Lieblingstrick vorne drauf. Liebe den. Ja, richtig. Und vor allem, man sieht auch das Zielpublikum. Genau. Wir haben hier tolle Reaktionen. Richtig. Ist schon mal gut. Und das erwarte ich übrigens auch jetzt von jedem von euch, ja, dass ihr genau so jetzt nachher vor den Bildschirmen. Ja, sehr schön. Ich muss dazu kurz was sagen. Ja. Wir haben den für ein Video schon geöffnet. Nein. Und wir haben den schon zerpflückt. Also die Hälfte ist wahrscheinlich nicht mehr drin. Du weißt, wie die Zauberkastenteste Videos funktionieren? Ich geh voll mit, aber ich weiß, wie es funktioniert. Okay, ja, genau. Also im Prinzip, wir gucken erstmal rein, was alles drin ist und am Ende machen wir voll die krasse Zaubernummer. Und ich sag mal noch dazu, der Grund, warum der Ton so mega nervig ist, ist, weil da hinten nochmal 60 Zauberer labern. Ja, richtig. Und die wäre, ja genau, Jutta, grüß Gott, du bist auch da. Schön. Und wir werden uns natürlich kompetente Hilfe suchen, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Genau. Wir schauen einfach mal rein, wir sind mal ganz gespannt, was hier drin ist. Es fühlt sich auf jeden Fall schon sehr wertig an. Ich muss schon sagen, es ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Mhm. Häschenkarten, damit macht man Häschensachen. Genau, die kennt man. Genau, dann haben wir hier ein Malbuch. Genau. Becherspiele, noch mehr Häschen. Geil. Wir haben hier auf jeden Fall die Hälfte der Show von Marc Weidel. Ein Ei. Ehre. Ja, danke. Das ist einfach mein Showfinale. Color Changing Rings. Du machst nämlich, ist das blau? Das ist lila. Das ist lila. Okay, ich bin farblind. Ich ja, das ist nicht. Fantastisch. Und du machst aus lila dann blau. Ja, mega geil. Und ich muss auch sagen, das hier, meine Damen und Herren, ist das qualitativ hochwertigste Becherspiel, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Das hat vor allem die richtige Größe. Ja, perfekt. Hammer. Optimal. Da haben wir es doch. Wir gucken mal, ob das eine durchs andere passt. Ja. Oh, dann hier natürlich Zauberstab. Das war nicht so schön. So, hier. Genau. Aha. Wir haben Kartenspiel. Das Wichtigste. Ja. Kennst du das hier? Nee. Da fuhr ich dich nach. Ja, da bin ich aber gespannt. Da hau ich dich weg mit. Oder hier, kennst du den hier? Und dann Mittelfinger, oder? Knaller, oder? Ja, ich finde vor allem, die haben richtig gute Qualität. Dann habe ich hier noch so ein Teil. Na? Da kann man Münzen verschwinden lassen, glaube ich, oder so. Das erscheint natürlich, ein Euro. Kostet 4 Euro, 1 Euro kriegst du direkt zurück. Das ist doch Wahnsinn. Richtig. Was ist denn los? Was machst du denn? Ich kann da nie komplett. Du machst ja YouTube, glaube ich, schon ungefähr auch so schon dreimal so lang wie ich, glaube ich, oder? YouTube seit 2008 und diesen Zauberkanal, der gar nicht als Zauberkanal angefangen hatte, seit 2010, ja. Habe ich gerade irgendwas geleakt? Jagt mich jetzt der MZVD? Oder? Finden wir raus. Bin sehr, sehr lange dabei gewesen und das war tatsächlich damals so. Es gab im deutschsprachigen Raum niemanden, der Zauberei erklärt hat tatsächlich. Und dann habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, ich bringe das jetzt in den deutschen Raum rein, nur halt auf Wisch bestellt so. Ich hätte es jetzt anders gemacht tatsächlich. Also die Bände sind gut. Die sind mega geil. Das ist so dämlich. Sos hinter der Kamera denkt. Genau, Sos sitzt hinter der Kamera und denkt sich so, oh, ey, ich könnte überall sein jetzt gerade. Also das hat jetzt echt alles echt miserable Qualität. Also ja. Gibt echt bessere Zauberkästen. Aber ich muss auch sagen, aber für 4 Euro oder für 5 Euro. Zwei, drei Sachen sind ganz okay so. So wie ich das bisher sehe. Oha. Das gibt mal nicht gleich an, ey. Werd dir nervös. Das muss ich sagen, ist immer der Catchphrase von jedem Zauberkasten. In jedem Zauberkasten sind 6.500 Tricks drin. Wird ja immer ganz groß promoted. Und dann machst du auf, so drei Requisiten und ein Kartenspiel. Und 90% der Tricks sind Kartentricks. Genau. Ja, richtig, richtig. Wo ist mein Lieblingstrick eigentlich? Da! Da liegt er doch. Na, da ist er doch. Ja, ja.
Ja. Na? So, haben wir hier ein Küken eigentlich drin? Da ist nichts drin, glaube ich. Da ist auch kein Loch drin, um da irgendwas drin verstehen zu lassen. Das ist einfach nur ein Ei, wo man was reintun kann. Achso, so ein Tuch. Okay. Ja, danke, danke. Das ist wirklich hilfreich. Ich krieg's nicht zu. Du machst das richtig gut. Du machst das richtig gut, ey. Was wurde aus dieser Serie, Alter? Wir haben so gut angefangen. Das fing mit Qualität eigentlich sogar an, ne? Enormer Qualität. Ey, wenn ich mir überlege, einmal haben wir einen Zauberkasten getestet, da war so ein richtiges Black Art Theater drin. Ey, wo wir, Alter, was wir da gemacht haben. Wir haben da Tauben dann drin erscheinen lassen, dann sind die da rausgeschwebt und in der Luft dann wieder verschwunden. Jetzt mal ein Tuch aus Pakistan in so ein Ei. Hast du mal so wie heißt das? Fingerhut-Tricks? Noch nie in meinem Leben, nee, also nie vorgeführt. Ich würde sagen, wir holen uns unsere Supergroup jetzt zusammen und dann setzen wir uns jetzt mal alle hier hin und überlegen uns irgendwie was richtig Cooles, was wir damit machen können. Vielleicht haben wir jetzt auch die richtig krassen Cameos. Also ich shotgunne das hier jetzt. Alles klar. Das ist meins. Alles klar. Das ist mein krasser Mentalwürfel. Ey, der ist brutal, Alter. Ich bin gespannt. Der fuhlt alles, was bei Trennig auf dem Baum ist. Jungs, dann geht's los. Wir brauchen euren intelligenten Input. Wir sehen uns gleich. So, das ist die Ausbeute. Ich habe mir jetzt einen kompetenten Partner an die Seite geholt. Mario. Ich zauber auch jetzt gleich ein bisschen. Es geht folgendes. Also wir haben dieses Problem. Wir haben den Zauberkasten. Und wir müssen jetzt aus diesem Zauberkasten die heftigste Zaubershow aller Zeiten machen. Also ich habe natürlich hier meinen kompetenten Brother from another mother. Keine Ahnung, ja. Bis dahin, schaut mal vorbei. Haut rein. Tschüss. Yes. Wiedersehen.